So kannst du mit einem petrolfarbenen Eyeliner ein schickes Augen-Make-up schminken. Wenn es mal ein bisschen auffälliger sein darf, dann kannst du mal einen petrolfarbenen Eyeliner benutzen. Es muss ja auch nicht immer schwarz oder braun sein. So ein Petrolfarben ist so ein dunkles Türkis. Ich mache es mal schnell auf die Hand, damit du die Farbe besser siehst. Also wie ein ganz dunkles Türkis, hat natürlich einen Blaustich drin und das bedeutet, das passt natürlich bei blauen und türkisenden Augenfarben super gut. Ich habe jetzt keine blauen Augen, ich habe grün-braune Augen und auch da passt die Farbe sehr gut, vor allem wenn man irgendwie passend dazu angezogen ist oder ein passendes Accessoire dazu hat. Probier es unbedingt mal aus, sieht wirklich super schön aus. Und wie es geht, das zeige ich dir jetzt. Und dazu nehme ich den petrolfarbenen Kajal Eyeliner und trage ihn erstmal strichweise oben auf das bewegliche Lid auf. Und jetzt nehme ich die gleiche Farbe und trage ihn auch noch unten ein ganz wenig als Kajal auf. Und jetzt möchte ich die Wimpern erstmal richtig kräftig tuschen. Und so reicht der Look eigentlich schon mit dem petrolfarbenen Eyeliner und Kajal. Aber mir ist das jetzt noch ein bisschen zu wenig. Ich gebe jetzt noch einen leichten Lidschatten oben auf. Und den Eyeshadow kannst du ganz einfach direkt auf das obere Augenlid auftragen und mit dem Finger leicht verblenden oder natürlich auch mit einem Pinsel. Und nach vorne hin gebe ich jetzt noch einen leichten Glanz auf, damit ich oben einen schönen Farbverlauf von hell nach dunkel habe. Hier ganz wichtig, diesen Highlighter auch hinzusetzen, damit die Augen einfach noch größer und wacher aussehen. Und jetzt muss ich auf jeden Fall noch meine Augenbrauen ein bisschen betonen. Und um diesen Look abzuschließen, brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch einen dezenten Lippenstift. Der sollte jetzt nicht so knallig sein, weil die Farbe an den Augen ja schon ganz schön auffallend ist. Deswegen nehme ich jetzt einen hellen, dezenten Farbton für die Lippen. Und schon sind wir fertig. Und jetzt hast du gesehen, wie du ganz schnell und einfach ein schickes Augen-Make-up zaubern kannst. Und ich hoffe, diese Farbe gefällt dir und ich hoffe, du hast gesehen, dass du auch bei grünen oder grünbraunen und vor allem auch bei braunen Augen mal Farben wie Petrol, also ein dunkles Türkis nehmen kannst. Es muss nicht immer nur braun oder schwarz sein. Und schreib uns doch mal in die Kommentare, wie dir diese Petrolfarbe gefällt und hast du auch schon mal deine Augen Türkis oder Petrol geschminkt und wie sah es aus? Das würde mich interessieren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns bitte jetzt sofort einen Daumen hoch und schreib es uns auch in die Kommentare, denn nur so wissen wir, ob dir das gefällt, was wir hier machen. Und es motiviert uns natürlich wahnsinnig, wenn wir was von dir hören. Bis bald, deine Sabine.